Ihr erwacht am nächsten Tag relativ ausgeschlafen und das Stechen ist trotzdem immer noch hinter eurem Kopf, hinter eurem Auge. Obwohl ihr gut geschlafen habt, obwohl die Betten angenehm wart, ja, es tut trotzdem immer noch weh. Ja, und so macht ihr euch langsam fertig, geht vielleicht nochmal duschen und trefft euch dann zum Frühstück im Erholungsraum. In der Mensa, wo Julio Sanchez auch schon das Frühstück bereitet hat, genauso wie seine anderen Köche, die dabei sind. Und ja, so sitzt ihr allesamt am nächsten Tage in der Mensa. Ich hoffe, Sie konnten alle ein wenig Schlaf finden. Ja, ich habe einigermaßen gut schlafen können, zum Glück. Die Betten sind ja angenehm weich, muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, ich habe nicht so gut geschlafen und immer noch diese Kopfschmerzen. Ich auch nicht. Hatten Sie auch so komische Träume? Nein, aber erzählen Sie uns doch davon letzte Mal. Also Träume nicht, aber Kopfschmerzen nach wie vor. Ja, in der Tat. Ein leichtes Brummen im Kopf habe ich auch immer noch. Ich fasse mir so ein bisschen an den Kopf, weil ich auch so starke Kopfschmerzen habe. Also es klingt halt irgendwie alles ein bisschen wirr und komisch, aber naja, ich habe geträumt, dass ich unten stehe in dem Raum, wo die Ölpumpen sind und die Türen sind zu, aber durch die Ritzen kam halt rotes Wasser und ich war mir ganz sicher, dass es Blut war. Und dann bin ich aufgewacht. Vermutlich, weil Sie gestern, nun ja, auch wenn nur im Vorbeigehen ein paar Sachen gesehen haben, die Sie vermutlich verstört haben. Ich weiß nicht, ich habe auch gestern ja, ich habe von diesen Träumen erzählt. Ich meine, das andere war ja mit, das habe ich ja schon erzählt mit diesem Öl und so. Aber ich hatte noch einen anderen Traum und das war auch, ja, mit einem von diesen Bohrlochköpfen, die normalerweise unten auf dem Meeresboden sind und der war einfach mitten auf der platten Erde, auf einem Hügel oder so. Und es war auch seltsam, da war ein Geräusch und ich konnte es nicht zuordnen. Es war, ich dachte, das wäre halt die Pumpe, die das Öl ansaugt, was sie halt normalerweise auch tut, aber da war halt noch was, so ein Geräusch, was sich nicht angehört hat wie was Mechanisches, sondern irgendwie wie ein Knurren oder sowas. Dies alles war auf einem Berg auf dem Festland? Ja, es war ein kahler Hügel einfach. Ich verstehe es nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich meine, klar, man kann sagen, es sind eigentlich Träume oder so, aber sowas hatte ich noch nie. Also nicht so. Das klingt ja sehr, sehr merkwürdig. Könnte es vielleicht ein. Sie sagen ja, dieser Ölbohrkopf von unter dem Meer, normalerweise auf dem Meeresboden liegen, auf einem Hügel. Könnte es vielleicht sein, dass es eine Vision ist, dass irgendwas auf dem Meeresgrund lauert? Uns auflauert vielleicht sogar? Oh Gott, aber das ist doch wie in so einem schlechten Film oder so. Ich meine, das gibt's doch Allerdings. nicht. Da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Nur, das ist das Einzige, was aktuell Sinn ergibt. Ich meine, so ein. Ja, so ein. Eine Maschine, wie sie normalerweise nicht an Land eingesetzt wird. Und dazu Nein. noch dieses komische Geräusch. Das war echt Moment. widerlich. Das stellt sich mir die Haare auf. Sie wollen uns jetzt erzählen, dass irgendein unheimliches Wesen der dritten Art auf dem Meeresgrund lauert und meint, das ergibt Sinn? Jetzt ernsthaft? Ich Loch weiß Ness nicht, oder welch. sowas. Ich weiß Ach, nicht, guten welche Art auch Morgen. immer es sein soll. Guten Guten Morgen. Morgen, Herr Stahlberg. Morgen. Habt ihr Morgen, Herr Franz ge Stahlberg. habt ihr Franz gesehen? Nein. Also mir ist er heute Morgen nicht über den Weg Nein. gelaufen. Nein, ich hatte gedacht, er wird es vorerst auf ihrem Zimmer. Ja, da war er eigentlich auch, aber jetzt ist er weg. Okay, Na, Sie sollten. dann werde ich das Frühstück erstmal sein lassen. Hätte ja sein können, dass ihr ihn gesehen habt, aber hier in der Mensa ist er auch nicht. Dann Nein, leider nicht. Nehme Jetzt ich mir nehmen Sie noch mir das schnell eine nicht Wurst. böse. Aber Sie sollten gut auf ihn aufpassen, nicht, dass er wieder irgendjemanden, naja, anfällt. Naja, ich weiß, hat er sonst auch nie gemacht, aber es geht mir jetzt eher nicht darum, dass er irgendwelche Leute anfällt, sondern einfach nur, dass ich mir Sorgen mache um ihn. Muss War denn heute halt Morgen, wiegen. als Sie aufgewacht sind, auf Ihrem Zimmer? Nein, Oder war war er heute nicht. Morgen schon, als Sie aufgewacht sind, weg? Nein, war er nicht. Sehr merkwürdig. Nun, ich würde auf jeden Fall die Augen offen halten, wenn ich ihn sehe, lasse ich Sie wissen. Danke. Ja, dann guten Appetit. Danke sehr.
Ist Mr. Rondeau eigentlich wieder bei uns? Ja, der ist auch aus der Krankenstation wieder aufgetaucht und ihm scheint es ein bisschen besser zu gehen. Zumindest kommt er dann mit seinem Tablett in der Hand gerade auf euren Tisch zu. Ah, Monsieur Rondeau, Sie haben wieder ein bisschen mehr Farbe im Gesicht, wie ich sehe. Ah, oui. Ja, guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Mr. Rondeau. Guten Morgen. Ah, ich sehe, wir sind, ja, wunderbar, dass Ihnen allen gut geht. Sagen Sie, da Sie aus der Krankenstation gekommen sind, ist Ihnen Franz entgegengelaufen, der Hund? Haben Sie ihn auf den Gängen herumspazieren sehen? Habe nicht darauf geachtet. Wieso? Herr Stahlberg war eben hier, vermisst ihn seit heute Morgen. Als er aufgewacht ist, war er nicht mehr auf dem Zimmer und seitdem scheint er spurlos verschwunden. Ich kann Ihnen nur sagen, er ist nicht in meiner Kabine und er ist nicht in die Krankenbereich. Das ist gut zu wissen. Vermutlich hat ihn das schreckliche Wesen von unter dem Wasser gefangen. Was? Ach, nichts, sehr. Eine lange Mister Geschichte. Mr. Forrester spinnt ein wenig rum. Haben Sie ein Monster gesehen, Herr Forrester? Lange Geschichte. Ich schaue so zu Frau Rotenpieler. Sie hat uns von einem Traum erzählt, den sie diese Nacht hatte. Sie stand auf einer Art Hügel. Ein Bohrlochkopf war zu sehen, wie er normalerweise unter dem Meer verwendet wird. Und dazu ein knurrendes Geräusch. Und meine Vermutung diesbezüglich war einfach nur, dass vielleicht auf dem Meeresgrund etwas lauert, welcher Art auch immer. Es ist nur eine Vermutung. Ich habe da nichts Festes für. Spekulation, reine Spekulation. Ein knurrendes Geräusch. Meinen Sie, der Hund hat den Bohrer entwendet und bohrt jetzt im Meer? Da hätten wir zumindest was zu lachen, wenn es wirklich so wäre. Ein guter Witz, Mr. Rondeau. Ja, vielleicht ging Ihnen die ganze Prozedur hier ein bisschen zu langsam. Da wollte er etwas nachhelfen. Ja, gut möglich. Aber ich habe heute Nacht auch etwas mitbekommen, was mich ein bisschen, naja, sagen wir... verunsichert ist das falsche Wort. Eigentlich habe ich damit gerechnet. Die Terroristen, die letzte Nacht hier auf der Krankenstation behandelt wurden, sind verstorben allesamt. Ach, bedauerlich. Ja. Die Leichen. Waren sie denn alle so schwer verletzt? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Arzt. Ich habe nur daneben gestanden, während die Ärzte wirklich alles versucht haben, sie zu retten, aber auch völlig aussichtslos. Haben Sie sonst noch etwas mitbekommen? Weil zumindest einer der Terroristen, die dort angegriffen haben, der hat keinen Schuss abbekommen, soweit ich das weiß, oder? Oder wenn dann nur einen Streifschuss und daran verstirbt man doch nicht. Nein, auch wenn ich mich bemüht habe, nicht unbedingt einen lebenswichtigen Teil zu treffen, das ist immer, wenn es schnell geht, schwer zu sagen. Sie sprachen ja auch von einer Epidemie oder so, vielleicht ist es durch die offenen Wunden irgendwie schneller gegangen. Naja, sie hatten sich ja mit diesem Öl eingeschmiert, vielleicht war es dann eine Art Vergiftung oder so. Naja, das mit der Epidemie, das war, habe ich auch nur so am Rande mitbekommen von den Ärzten, sie, ja, wie soll ich sagen, sie haben sehr leise gesprochen, so als ob sie, naja. Natürlich wollen sie keine Aufruhr irgendwie erheben. Genau. Also, wenn es sich wirklich um Rohöl handelt, mit dem die sich eingepinselt haben, dann weiß ich, woran die gestorben sind. Ja, das ist ja keine Frage. Das ging ja den anderen vier Arbeitern mittlerweile genauso. Aber entschuldigen Sie, wenn da von einer Epidemie die Rede war. Ich meine, es ist jetzt keine kleine Sache. Nichts Lokales, was sich irgendwo drauf beschränkt, auf einen kleinen Teil. Das ist ja schon etwas Großes, Riesiges, das sich schnell und weit verbreitet. Der Forrester hat ja aber auch gesagt, er hat nicht alles gehört. Vielleicht sagten sie, ach, das ist ja eine wahre Epidemie wegen den Kopfschmerzen. Ja, diese Wahnvorstellungen scheinen mir tatsächlich ansteckend zu sein. Sie sprachen nur von einer Art Epidemie. Mehr habe ich nicht mitbekommen in der kurzen Zeit. Aber ich habe noch nie von so einer Krankheit gehört, die Wahnvorstellungen auslöst in dieser Form. Ja, wenn überhaupt sind es irgendwelche komischen Gase oder sowas, die sowas machen können. Ja, aber dann müsst du doch oder zumindest irgendein Sicherheitssystem anschlagen, oder nicht? Eigentlich ja. Das sollte auf jeden Fall nicht unterschätzt werden, wenn diese Wahnvorstellungen oder auch um was immer sich handelt, sogar zum Suizid führen können.
In der Tat, dem wollte ich auch noch weiter auf den Grund gehen, ob man mittlerweile herausgefunden hat, wer diese Arbeiter waren. Wir wollten ja fragen, ob man uns auf den Kameras gesehen hat oder ob die Kamera irgendwie rumspinnt. Ja, ich denke, wir sollten tatsächlich diesen Computerraum noch einmal einen Besuch abstatten. Schließlich wollten sie ja auch noch Funkgeräte haben. Ja, richtig, richtig. Ja, brauchen wir die? Wenn sie keins wollen, brauchen sie auch keins nehmen, aber für ihre eigene Sicherheit wollten die Herren scheinbar ein Funkgerät haben. Genau. Ich kann damit sowieso nicht umgehen, also in meinen Händen ist das ein Plastikschrott. Ich glaube, ich würde allerhöchstens ihren Funkverkehr damit stören. Ja, das könnte durchaus passieren. Ah, das möchte ich verhindern, ich meine... Halten Sie sich einfach an mich. Ich habe ein Funkgerät dabei, dann sollten Sie alles haben, was Sie brauchen. Ich habe auch eins. Mir allerdings immer noch Sorgen macht, dass der Terrorist immer noch auf dieser Station rumrennt. Ja, ich hoffe, darüber auch ein wenig Aufklärung zu bekommen. Viele Fragen, wenig Antworten bisher. Aber das ist ja eigentlich auch nicht wirklich unsere Aufgabe. Ich meine, ich bin ein fürchterlicher Terroristenjäger. In der Tat, ein Terroristenjäger, das wird niemand von Ihnen verlangen, Herr Monsieur Rondeau. Es geht einzig und allein darum, Ihre Sicherheit weiter zu gewährleisten. Naja, ich bin allerdings eher der Meinung, dass wenn es hier wirklich um regelmäßige Probleme sich handelt, dass wir dieses Selbstmord abstellen sollten. Aber ich wüsste nicht wie. Ich meine, ich verstehe auch nicht, warum lassen sich diese Tanks so einfach öffnen. Da müssen Sie die Techniker fragen. Wahrscheinlich gibt es tatsächlich eine Art Hebel, den man betätigen muss oder irgendwas sonst, was die Tanks öffnet, weil ich glaube nicht, dass man die von Hand einfach öffnen kann, die schweren Türen. Es gibt dafür eine Automatik, aber ich meine, Sie müssten auch erstmal einen Zugang haben für diesen Bereich und den hatten Sie ja offensichtlich. Thomas, da haben wir nachher richtig viel zu tun, oder? Ja, ich habe auch keine Lust, bei dem Sturm draußen zu stehen, zu arbeiten, aber was soll's, wir müssen die jemanden wieder zum Laufen kriegen. Ja, ich sag dir das. Entschuldigung, worum geht's gerade? Stimmt irgendwas mit der Technik nicht? Was? Technik? Nein. Der Hubschrauber, beziehungsweise die Hubschrauber sind wohl... Achso, das darf ich Ihnen, glaube ich, gar nicht sagen. Sie sind ja Journalisten, ne? Hubschrauber, sagen Sie doch nicht etwa, dass die Hubschrauber, die hier vor Ort waren, zerstört worden sind während des Unwetters? Naja, zerstört, nein. Ich weiß nicht genau, wer da dran war, aber irgendwer war im Inneren der Maschine und hat die ausgeweidet. Kriegen wir schon wieder hin. Ausgeweidet? Kriegen wir schon wieder hin. Bestimmt dieser Terrorist, der noch übrig ist. Ja, das ist auch meine Vermutung. Besser und besser. Sie meinen mit ausgeweidet, dass da nicht einfach irgendwelche Teile kaputtgeschlagen wurde, die man reparieren könnte, sondern dass tatsächlich Teile geklaut wurden oder so etwas? Ja, Motorblock rausgehoben und verteilt. Wir haben Ersatzteile dabei, das kriegen wir schon hin, gar keine Sorge, die hohen Herren. Wenn sie weg wollen, wird wahrscheinlich einen halben Tag dauern, aber... Sagen Sie, hätte das nicht... Muss doch scheiße schwer sein. Gibt es draußen denn auch Kameras? Falls ja, wäre der Computerraum vielleicht eine gute Anlaufstelle, um zu sehen, wer es getan hat. Ja, erstmal müssen wir wieder reparieren. Natürlich. Aber ja, also alleine kann man das nicht machen, der Motorblock ist zu schwer. Ja, also... Wir hatten ja schon überlegt, ob vielleicht einer auf der Plattform ist, der ihm hilft oder so. Ich habe eine ganz schlimme Vermutung. Das kann Monster sein... auf dem Meeresboden? Nein. Kann sein, dass ich auch zu viel Fantasie da jetzt reinstecke. Aber könnte es nicht sein, dass wir unterbewusst im Schlaf etwas damit zu tun haben? Ach, jetzt hören Sie aber auf, ich bitte Sie. Sie haben. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das sage, aber ich glaube manchmal, Sie haben zu viele schlechte Filme gesehen. Ja, den Eindruck bekomme ich auch. Aber ein irgendwie für ein psychologisches Magazin oder so? Nein, ich greife mal über den Tisch, nehme Mr. Forrester seinen Kaffee weg, rieche an dem Kaffee, rieche ich Alkohol. Nein, riechst du nicht. Vollkommen kein Alkohol, gar nichts und auch vollkommen bei Sinnen. Mach dir da keine Sorgen. Vielleicht eine Psychose. Dann gebe ich dir deinen Kaffee wieder. Also ist zumindest kein Cognac in die Kaffee.
Also Sie können mir glauben, dass wenn ich Kaffee trinke, ich auch tatsächlich Kaffee trinke und dort keinen Alkohol untermische. Sie sind ja ein Langweiler. Also meine sind gute 2 Finger Cognac drin. Halten Sie mich für was auch immer Sie wollen. Ich halte Sie für gar nichts. Aber diese Aussage ist völliger Schwachsinn, Herr Forrester. Sagen Sie mal, gibt es in Frankreich nicht schon Wein zum Frühstück? Selbstverständlich. Aber wie kommen Sie auf die Idee, Herr Forrester? Es ist nur ein flüchtiger Gedanke. Es ist, ich meine, so ein Motorblock ist schmierig. Schwer, genau. Deswegen. Schwer und schmierig. Also zumindest wenn ich es mit einem Helikopter habe ich noch nicht auseinandergebaut, aber wenn ich es mit einem Auto vergleiche, dann dürften wir heute alle schmutzige Hände haben. Deswegen sage ich ja, vielleicht hat irgendwann einen Komplizen oder so. Ich meine, jemand, der halt auch Zugriff auf die Kameras hat und auch irgendwas verändern kann, dass man vielleicht Dinge auch nicht sieht, die man nicht sehen sollte oder so. Ja, da war auch auf alle Fälle ein Fachmann dran. Sonst weiß man gar nicht, wie man den so zerlegt, dass man, also wurde schon kaputt gemacht, aber kann man wieder reparieren. War aber sehr fachmännisch zerstört. Aber sowas dauert doch auch. Müsste doch eigentlich. Nicht wirklich. Bei dem Chaos gestern Abend wäre das niemandem aufgefallen. Richtig. Aber bei dem Unwetter draußen, das draußen herrscht? Ja, wir sind uns, glaube ich, einig, dass wir es mit Irren zu tun haben. Ja. Wenn ich völlig verrückt wäre und eine entsprechend technische Ausbildung und zu einer Terroristengruppe gehöre, würde ich sowas auch machen. Glaube ich. Ja, ich denke, dann muss Ihnen da recht geben. Mr. Rondo. Ich halte mir nur die Hand vor den Kopf. Aber diese Schlafwandeltheorie halte ich ehrlich gesagt für unsinnig. Ich meine, ich schnarche zwar sehr laut und meine Frau beschwert sich auch sehr regelmäßig darüber, aber das ist es wohl nicht. Außerdem, ich weiß nicht. Ich denke eher, dass wir mehr als einen Terroristen hier noch an Bord haben. Ja. Und die vermutlich ja? Jemanden der Belegschaft, wenn nicht sogar mehrere. Ja, aber wenn die Belegschaft damit was zu tun haben sollte, warum dann gerade jetzt? Warum nicht jetzt früher? Reporter an Bord sind. Ganz genau. Als ob damals nicht auch schon Reporter anwesend waren bei der Eröffnung dieses Projekts. Naja, also vor 3 Jahren. Es geht auch um viel Geld, ja? Also ich meine, das neue Bohrloch wurde erst vor wenigen Tagen irgendwie jetzt eröffnet und 2,5 Millionen Dollar pro Tag ist einfach viel Geld, um das es auch geht. Also ja, natürlich, daher, natürlich. Das ist natürlich ein Anhaltspunkt und oder ein Ansatzpunkt für solche Dinge. Und oder beide. Da muss man planen. Also sowas kann man nicht von heute auf morgen machen. Also die wenigen Tage, die reichen ja aus, um was zu schmieden. Also mich würde es nicht wundern, wenn das aufgrund dessen passiert. Ja, aber ich finde das trotzdem alles mehr als seltsam. Selbstverständlich ist es seltsam, aber eine weitere Option wäre, wenn die Mittäter, die Schläfer, wenn man so möchte, alle zu Team 1 gehören. Wieso? Team 2, Verzeihung. Halt das Team, was jetzt hier ist, dass sie deshalb bis warten mussten, bis alle hier sind. Bis zum Wechsel, ja. Genau. Aber die wechseln sich alle 14 Tage ab, also von daher. Dann hatten sie jetzt genug Zeit zu planen am Festland. Ganz genau. Eine weitere Sache ist, ich meine, ich gehe davon aus, dass auch Ökoterroristen die Börsennews lesen. Und demzufolge werden die auch schon vor 14 Tagen gewusst haben, dass ich hierher komme. Ja, davon ist abzusehen, ganz klar. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich der wichtigste Mensch auf der Planeten bin, bestimmt nicht. Aber diese Übernahmegespräche von BP, das ist nun mal etwas, was auch Ökoterroristen interessiert. Und ganz ich meine, gerade diese Gruppierungen hassen meine Firma wirklich sehr, sehr stark. Aber müssen sie dann deswegen hier hinkommen und ihnen irgendwie nachstellen? Können sie das nicht irgendwie auch mit anderen Personen machen, die genauso wichtig sind? Natürlich. Wenn es einfacher ist? Also ich weiß nicht, ich kann die Motive dieser Leute nicht nachvollziehen, aber ich bin Vorstandsvorsitzender, wenn ich irgendeinen großen Fehler mache, dann ist das schlecht für den ganzen Konzern. Ich hätte sie zu Hause aufgesucht. Ja, aber was wollen sie da machen? Weiß nicht, sie umbringen? Ja, das würde die Bohrungen aber nicht aufhören lassen. Ganz genau. Ich denke, wenn, dann wäre das eher eine Kombination aus allem. Sabotage an der Ölplattform und wenn, dann kann man ja auch gleich noch den Großaktionär mitnehmen. Ja, das stimmt schon. Sind Sie, wenn ich in meiner kleinen Garten
erschossen werde, dann interessiert das, glaube ich, allerhöchstens die Polizei in Paris. Aber nicht wirklich die Presse. Das stimmt wohl, ja. Aber ja, wenn ich hier vor Ort etwas Schlimmes passiert und ich bin daran involviert, dann schlägt sich das auch auf meinen Konzern zurück, wobei ich dazu sagen muss, diese ganze Operation hier hat absolut nichts mit meinem Konzern zu tun. Noch nicht, sagen wir es mal so. Ich kann Ihnen versichern, dass das nichts miteinander zu tun haben wird. Also ich weiß nicht, und was ist dann mit diesen Suizidfällen gestern? Also, ich habe keine Ahnung. Was immer hier auch vorgeht, es ist mehr als nur ein kaputtes Elektronikteil. Ja, da würde ich zustimmen. Wollen wir uns dann zum... geht's dann zum Computerraum? Wenn Sie alle aufgegessen haben? Ja, ja, klar. Ja, mir ist der Appetit ohnehin vergangen. Ich bleib aber bewusst ein bisschen zurück. Also, ich komme nicht direkt mit. Gut, halte mir aus, halte mir auch noch so ein bisschen. Können die anderen aufstehen? Während Peter Forrester bewusst ein bisschen zögert und zurückbleibt, während die anderen dann zum Computerraum bei Jim Walt gehen. Was möchte denn Peter Forrester in der Zeit machen? Ich bleib erstmal ein Stück zurück, halt mir so die Hand voll den Kopf. Und wenn ich merke, dass alle raus sind, gucke ich mich mal um, ob es hier PCs gibt in der Nähe der dieses Aufenthaltsraums. Möchte mich an den Gehe zu solch einem PC und schalte ihn an und benutze dann das unter dem Kopfkissen gefundene, weil ich mir einfach mal anschauen möchte, was da so drauf ist. Was hast du denn unter dem Kopfkissen gefunden? Unter dem Kopfkissen war ein USB-Stick. Wenn du den hineinschiebst, kannst du erkennen, wie der wohl gefüllt ist. Mehrere Gigabyte an nicht autorisierten Sicherheitskopien des Computersystems der Alpha Deepwater. Und, was dich verwundert, ein einzelnes JPEG. Ein einzelnes. JPEG mache ich auf jeden Fall. Also guck mich so um, ob ich auch hier alleine bin. Und öffne das JPEG dann natürlich auch. Ich bin neugierig. Eine Fotografie aus einem noblen Restaurant, wo zwei Menschen an einem Tisch sitzen, die du beide kennst. Jim Walt und Monsieur Thierry Rondeau. Okay, gut. Ich schließe es ganz schnell wieder. Schließe alles, ziehe den USB-Stick dann noch wieder raus, stecke ihn mir ein und begebe mich dann auch zum Computerraum. Ja, dann wechseln wir doch einfach mal in den Computerraum. Da trefft ihr wieder mal auf einen ziemlich genervten Jim Walt, der vor den Computern sitzt und gerade auch einen Schluck Kaffee. Zwei weitere leere Tassen stehen schon daneben. Guckt euch wieder ein bisschen genervt an, als ihr dann reinkommt. Mr. Walt, wir hätten noch einige Fragen bezüglich des gestrigen Tages. Ja, hab ich mir gedacht. Was denn? Rücken Sie mit der Sprache raus, je schneller sind Sie wieder weg. Die Kameraaufnahmen fragen uns immer noch, wie es passieren konnte, dass beispielsweise Frau Rothenpieler nicht bemerkt werden konnte. Daher wollten wir immer fragen, waren wir denn, als wir gestern nach den Männern gesucht haben, die in den Tank gestiegen sind, den Kameras normal zu erkennen? Ja, ganz normal. Ich habe sie ja gesehen, wie sie darunter gestiegen sind. Und habe auch den Schwächeanfall von Monsieur Rondon mitbekommen. Nickt einmal dir zu.